Ohrenbetäubende Glocken, furchterregende Fratzen, zottelige Kostüme. Ab jetzt treiben wieder Perten und Krampusse ihr Unwesen. Salzburg24.at hat hinter die Kulissen geschaut und zwei Pongauer besucht. Rupert Kreuzer und Gerhard Seher aus Großal stellen schon seit Jahren Krampuslarven und Kostüme her. Wie lange machst du das schon? Maskenschnitzen, mit 12 Jahren habe ich meine erste Maske geschnitzt. Ja, und nachher eine Zeit lang gleich hobbymäßig. Von Beruf her bist du Bildhauer. Bildhauer, ja. Also die Krampel sind eigentlich ein kleiner Teil von deiner Arbeit. Ja, durch das bin ich eigentlich dazugekommen, durch die Maske. Aber sie werden eher aber weniger, ja. Weil sie ohne Sachen auch interessant sind. Die Masken aus Zirbenholz sind sehr beliebt. Die Unikate kosten zwischen 600 und 900 Euro. Gerhard Seher, alias Bretter, hat uns in seine Werkstatt hineinschnuppern lassen. Ich habe keine Frisur. Also du darfst zuerst das Feuer auf und nachher musst du noch. Die bleibt eben so naturbelassen, eher so beizt ein bisschen. Mhm. Ja. Und nimmst du auch Gasfeuer oder? Ja, Gas oder Schafe. Meistens nehmen wir auch Gas. Ah, okay, das da ist ein Stück. Helm rein und der Schnallen. Muss ich es noch fest machen am Kopf. Wie viele Wicker fertige Masken? Ja, so wird die eher leicht. Die werden haben wir 4-5 Kilo. Krampusse sind und bleiben furchterregend. Daran kann auch der Blick hinter die Kulissen wenig ändern.